Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Gangland. Ja, wir sollten jetzt versuchen, also wir haben den letzten Spielstand geladen, wo wir den Boss hier ausgeschaltet haben. Und wir sollten vielleicht versuchen, jetzt auch hier unsere Dame zu schützen. Packen hier die schwarze Witwe vielleicht mal etwas nach vorne. Okay, da gehen wir schnell wieder rein. Was ist denn da los? Medikits, ja, brauchen wir. Unbedingt. Okay, wir haben unsere Ehefrau verloren, das ist aber nicht ganz so wild. So, gestört. Normale Geschosse, nehmen wir mit. So, wichtig war, dass wir die Waffenläden übernehmen. Und halten vor allen Dingen. So, das sieht im Großen und Ganzen schon mal viel besser aus als eben. Ja, hier haben wir natürlich jetzt gerade gar keine Geschäfte mehr. Dementsprechend fehlt uns auch die Sicht auf die Straße. Lassen wir die Party mal steigen. Schon okay, ich bezahle. Der Wahnsinn. Ja, das müssen wir schleunigst ändern, gerade in unserer Hood. Ich werde das. So, Polizei. Ist auch ein Problem. Müssen wir uns auch irgendwie drum kümmern. So, 15 Schmuck. Ja, machen wir. So, und dann fangen wir wieder an, hier ein paar Geschäfte zu übernehmen. Ich verdiene viel. Ja, da holen sie sich schon wieder den Waffenladen. Und da haut sie auch wieder ab. So, wir müssen echt versuchen, hier ein paar Leute wieder zu kriegen. Ohlala, was bist du? Ich werde das Geschäft gut. Ein Scharfschütze für peinliche Fotos. Kriegen wir, glaube ich, leider nicht hin, Leute. Auch nicht.
So ein paar Bodyguards würde ich ganz gerne noch anheuern. Hier ist nirgendwo jemand. Da wäre einer. Hallo, Süßer. Hallo, Süßer. So, du kommst auch mal hierher und du suchst hier weiter nach einem Bodyguard. Oh, da kommt ein Gegner. Okay, dann gehen wir erstmal zurück und machen mit denen hier weiter. Wieder der Waffenladen. Das gibt's doch nicht. Ja, löschen wir die Big Mama mal aus. So, wir holen uns den Laden wieder zurück. Eigentlich Fotos haben wir nicht. Würde ich gerne nehmen, den Scharfschützen. Den Laden haben wir bisher nur erpresst. So, dann gehört uns der Block hier zumindest schon mal. Zumindest so lange, wie sie uns nicht angreifen. Schade, dass man halt keine Wachen noch einstellen kann für, ja, Geld, was dann abgezogen Voll wird. okay, ich bezahle. Dann könnte man die Läden vielleicht ein bisschen besser halten. Zwei Super Ninjas, nein, danke. Lassen wir die Party mal steigen. Ich verdiene viel So, auch hier schreiten wir wieder ein. Ist immer so fies, weil es nur einen Ladeninhaber gibt. Sehr schön. Das geht auch gerade noch mal gut. So, wir kommen auch nicht zu Geld, wenn wir ewig das Geld wieder für die Geschäfte ausgeben. Aber ich weiß mir gerade nicht so richtig zu helfen. Hier werden wir auch immer mal angegriffen. Ist halt auch nicht so das Wahre. Ja, machen wir. Okay, ich lasse die Beute rüberwachsen.
So, zum Angriff. Verdammt, wir brauchen die Waffenläden. Gerade die sind so wichtig. Der Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier tatsächlich nur die. Versucht den mal zu übernehmen. Hat es geklappt? Jo. Ich weiß nicht. Vielleicht lassen wir die beiden erstmal noch hier. Und hier müssen wir mal ein bisschen Geld gleich in die Hand nehmen. Da ist auch schon wieder ein blauer. Ja, hier gehört uns fast gar nichts mehr in dem Block. Schade. So, ob wir auf 30.000 warten können? Glaube ich wohl eher nicht. Ja, wir könnten einen Angriff versuchen. Das Problem ist aber, dass wir auch gar nicht so viel Munition haben. Ah, jetzt haben wir die Kohle. Sehr gut. So, für ihn hier die Waffen würde ich gerne kaufen. So, hier greifen sie uns an. Die haben ja zumindest noch Waffen hier. Ja, alleine so eine Big Mama hier zu töten, braucht schon. Okay, wie weit weg ist denn der? Ach, gar nicht so weit weg. Können wir mal gucken, ob wir den kriegen. Mit den paar Peoples, die wir hier haben. Und du bist hier, okay. Mal mit. Ja, ignoriere ihn doch einfach. So, hier vier würdige Gegner für ein bisschen Kohle. Machen wir. So, mal sehen, wie viele Wachen der hier so in den Straßen hat. Ah, okay. Dann müssen wir in die andere Straße.
mir auf der falschen Seite hier. So, Aufgabe abgeschlossen. Da haben wir wieder ein bisschen Kohle gemacht. Ja, da sind wir schon. Okay, das scheint der Boss zu sein. 40 Stücke Kleidung. Kriegen wir wohl nicht hin. Was jetzt eine gute Idee war. Machen wir den Move mal. Okay, ich glaube, wir sollten uns zurückziehen. Ja, das war wohl nix. Ein Satz mit X, das war aber nix. Zumindest haben wir ein bisschen Geld gemacht. Immerhin etwas. Und wir haben die vielleicht ein bisschen auch davon abgehalten, uns hier anzugreifen. Ja, Medikits haben wir erstmal genug. So, vielleicht kommt ihr nochmal dazu. Und mit ihr werden wir dann nochmal versuchen, ein paar zu überreden. Ich glaube, wir können nur auf den Straßen eigentlich gucken. Du bitte? So, hier war doch gerade noch einer. Ah, der ist vermutlich weggelaufen. Da ist er. Zwei Scharfschützen, ja geil. Perfekt. So, die würde ich eigentlich hier ganz gerne mal hinholen. Um denen die Waffen zu kaufen. Ja. Ist das eine Knarre oder freust du dich nur, mich zu sehen? Noch ein Scharfschütze. Ich glaube, das wird die Entscheidung bringen. Die haben alles gekauft, was geht. Bin unterwegs. So, die ist auch erstmal vielleicht da zurück. So, einen Tommy Gun Träger würde ich gerne noch haben. So, Schmuck machen wir. Nichts geht über ein gutes Gewehr. So Leute, und rein theoretisch können wir uns jetzt aufmachen. Wie gesagt, einen Tommy Gun Träger hätte ich noch gerne, aber den werden wir auf dem Weg schon finden. Da ist er. So einen hier. Ja, ich leg den Hörer gleich mal beiseite. Auftrag haben wir hier leider nicht geschafft mit den vier Gegnern.
Achso, ihr geht auch hier rein und holt euch nochmal neue Waffen. Ich muss kürzer treten. Sehr gut. So, und den nehmen wir mit, einfach damit er nicht stirbt. So war der Plan. Darauf können Sie wetten, Boss. So, wir spazieren jetzt schnurstracks zu dem orangenen Gegner. Das wird Vincenzo sein, denke ich. So, Telefon kann auch mal wieder aufhören jetzt. Okay. So, dann machen wir uns hier von dem Weg auf nach oben. Genügend Munition haben wir mittlerweile. Auch wenn wir nicht so viel Explosivmunition haben. Aber da werden wir jetzt auch darauf angewiesen sein, mit dem auszukommen, was wir haben. Wir haben niemanden, der ans Telefon gehen kann. Es sei denn, wir holen uns hier das Büro natürlich zurück. Das könnte man eigentlich machen. So, vielleicht übernehmen wir hier nochmal so ein paar Läden. So ein, zwei, drei Läden vielleicht. Der Wahnsinn! Kannst du sie nur damit hier in der Umgebung was, ein bisschen was ist. Lassen wir die Party mal steigen. Schon okay. Wie du willst. Natürlich greifen die an. Hol mir Schau. Ja, irgendwas ist hier explodiert. Keine gute Idee. Vielleicht kriegt ihr die ja von hier irgendwo. So ausgeschaltet, sehr gut. Scheiße!
So, einen haben wir verloren. Da ist Vincenzo. Die Scharfschützen halten draußen die Stellung. Und wir haben ihn getötet. Ende. Hier endet die Geschichte. Alles, was ihnen bleibt, sind die Erinnerungen an die Menschen, die sie geliebt haben. Sie sind für immer fort. Sie gehen die Straße herunter und blicken in einen schwarzen Sternenhimmel. In der Stille ertönen ferne Schüsse, gefolgt von quietschenden Reifen. Irgendwo in Paradise City findet ein Kampf statt. Sie laden ihre Waffen und laufen los. Ja, Leute, das war unser Let's Play mit Gangland. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe das Spiel als Jugendlicher geliebt und auch damals schon gerne gezockt. Ja, die eine oder andere Mission hatte es schon in sich. Gerade am Anfang hatten wir ein bisschen Anlaufprobleme. Wir mussten erstmal reinkommen, aber die Docks fand ich auch die schwierigste Region, wenn ich ehrlich bin. Weil wir da auch noch nicht viele Einheiten haben und noch nicht viele Einheiten überhaupt rekrutieren konnten. Weil der Führerschaftslevel von Mario fehlte. Ja, eine Frage bleibt für mich noch, warum die roten Xe oben teilweise unsere Mannschaft verringert haben, dass wir die nicht anheuern konnten. Habe ich mich damals schon immer gewundert. Ich habe es nie verstanden und habe es auch bis heute nicht verstanden. Vielleicht habt ihr da ja eine Idee, woran das liegen könnte. Ja, sonst hätten wir uns natürlich noch sehr viel mehr Handlanger anheuern können. Aber so hat das Ganze auch geklappt. Die Infiltratoren war die einzige Challenge, die uns wirklich Probleme bereitet hat. Da hatten wir auch mehrere Anlaufschwierigkeiten. Ja, aber schlussendlich haben wir hier das Game gepackt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr zum nächsten Let's Play auch wieder mit dabei seid. Es werden viele weitere Spiele auf meinem Kanal folgen. Und auch viele Spiele natürlich, die ich persönlich sehr zu schätzen weiß und früher gerne gespielt habe. Aber auch viele neue Projekte und neue Spiele, die kommen werden. Und ja, hinterlasst gerne ein Like oder Kommentar, wenn euch die Folge und das Let's Play gefallen hat. Und hinterlasst natürlich auch gerne ein Abo, um mich und den Kanal zu unterstützen. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Also bis zum nächsten Mal, liebe Leute.